Guten Tag. Sprich mit Herr Honyashim. Was bitte? Sprich mit Herr Honyashim. Ja. Ich bin Alvin Löwe, schön zu erreichen. So, ich melde von dem Finanzmarkt. Ja. Weil habe ich gesehen, dass Sie von ungefähr eine Woche eine Anmeldung gemacht haben und Interesse gezeigt für Online-Trading. Ja. Und ich bin Ihr Account-Manager und ich werde Sie alles erklären, wie es funktioniert und Ihnen weiterleiten, wie bei Ihres Handelskonto, okay? In Ordnung. Stört Sie das, dass ich ein Hühnchen bin? Nein. Gut. Ist gar kein Problem. Ja. So, haben Sie eine... Ich bin mal von einem Huhn überfahren worden. Seitdem ist das halt krankhaft geworden. Ne? Nicht, dass Sie denken, dass ich will Sie ärgern. Ja. Yeah. Okay. Lachen Sie über meine Krankheit? Nein, nein. Nein, nein, ich leide nicht. So, Herr... Sie haben diese Anmeldung seit 7 Tagen. Ich weiß jetzt nicht, wenn es jemand angerufen hat oder ich bin das Erste. Aber so, ich werde erklären, wie es funktioniert. Aber wir kriegen das bestimmt hin. Ach so, ich bin das Letzte. Weil Sie wollen eine Einzahlung machen und weiter treten. Ja, ich wollte Dogecoin kaufen. Ja, Sie können, was Sie wollen, kaufen. Haben Sie Dogecoin? So, Dogecoin, wirklich zu sagen, gibt es viele Kryptowährungen, aber dieses Kryptowährungen habe ich so, das ist das erste Mal, dass ich höre. Wie bitte? Da müssen Sie dringend zur Nachschulung, das ist der bekannteste Coin im Moment. Nein, das ist, der bekannteste ist der Bitcoin. So. Sind Sie ein Hühnerhabicht? Ja. Weil dann würde ich ja nicht unbedingt mit Ihnen zusammenarbeiten wollen. Wie bitte? Ich habe gefragt, ob Sie ein Hühnerhabicht sind. So, ich mag den Hühner, ich mag den Fleisch von den Hühner. Ja, sehr. Können Sie mal Hühnergeräusche für mich machen? Bock, bock! Nein, das kann ich nicht machen. Ja, bitte, weil, ich brauch das. In meinem Büro wird es dann sehr lustig sein. Ja, natürlich, doch gut, wenn die Kollegen gute Laune haben. Ja, aber die haben gute Laune mit anderen Kunden. Können Und Sie jetzt habe ich auch gute Laune mit Ja, Ihnen. Sehr gut. Bock, bock! Können Sie mich mal auf Lautsprecher machen? Was machen in Lautsprecher? Ja, das Hühnchen. Können Sie mich mal auf Lautsprecher stellen? Nein, es geht nicht wirklich zu sagen. Ach, kommen Sie schon. Weil die anderen sind in Gespräche, deswegen. Ah, das ist ja Diskriminierung. Wie bitte? Das ist ja Diskriminierung, nur weil ich ein Hühnchen bin. Nein, Mann, das ist nicht Diskriminierung. Doch. So, ja. Das ist so. Es kommt so, Mensch. Ja, das ist ja. Gar kein Problem. Das ist nicht der Diskriminierung. Ja, ich brauche aber die Dogecoin und die Hühnercoin. Sie brauchen die Hühnercoin. Ja. Ich muss schauen, wenn es Hühnercoin gibt. Ja, können Sie ja mal bitte mal. Also ich habe meine Frau, die hat mir viel Geld vererbt und ich wollte ein bisschen was investieren. Also Dogecoin muss auf jeden Fall sein. Und falls Sie Coin haben, ist das auch gut. Okay. Hühnercoin gibt es nicht, nur Mais. Maiscoin. Mais ist auch gut, weil ich muss ja auch irgendwas essen. So, du bist so lustig, Herr. Du bist wirklich... Ich trage, das beste Kunde, das ich gekannt habe. Ja, ich trage beim Telefonieren immer eine Hühnermaske. Immer eine Hühnermaske? Ja. Also. So, ja. Ich will ein bisschen erklären, wie es läuft bei uns. Und Sie entscheiden selbst. So, bei uns funktioniert das.
Sie werden nach der Aktivierung Ihres Kontos, so nach der Einzahlung von dem Betrag, das Sie wollen investieren, ja, werden Sie eine Finanzexperte in Verfügung haben. Dieser Finanzexperte macht einen Finanzplan, programmiert eine Software für die Roboter-Trading. Roboter? Weil ich glaube, dass Sie... Ist das so eine automatisierte Legebatterie bei Ihnen oder ist das, was ist das für eine Haltungsform? Ist das Stallhaltung? Nein, nein, es, oder geht, Freiland. Es geht nicht um Batterien und so weiter. Es ist automatisch Trading, so Roboter oder Computer Trading. Ja, aber was und, ist die Haltungsform? 1, 2 oder 3? Das wäre ja ganz wichtig für mich. Wie bitte, nochmal die Frage? Die Frage ist, welche Haltungsform Sie anbieten? Welche Haltungsform? Ja. Von was meinen Sie dieses Form? Naja, von den Insassen im Prinzip, weil ich möchte halt nur Eier von glücklichen Hühnern kaufen. Ah, Sie wollen... Gehen Sie bei der Markt her und kaufen Sie Hühnereichen, so. Gehen Sie bei Lidl oder... Ja, bei Lidl gibt's die. Ja, normalerweise viel. Ja? Hühnereier, ja, bei Kaufland. Bei Aldi. Wo sind Sie so denn? Bio. Was? Wo Sie sind, habe ich gefragt. Wo ich bin? Ja. Ich bin in Berlin. In Berlin? Das ja. ist ja groß, also eine wunderschöne Stadt. Ja, genau, normal. Kennen Sie die Grüne Woche? Wie bitte? Kennen Sie die Grüne Woche? Die Grüne Woche? Ja. Ja. Da bin ich manchmal auch als Hühnchen verkleidet unterwegs gewesen, früher, als ich noch jünger früher. War. Früher? Ach so, wie alt sind Sie? Ich bin 81. Und wie jung sind Sie? Ah, oh, ich bin 28. Ich hätte gedacht, Sie sind 14. So, 14 Jahre alt? Ja, so von der Stimme her, Sie klingen sehr jung. Ach so, meine Stimme ist sehr jung, wirklich zu sagen. Ja, aber Sie haben so. Eine sehr, sehr freundliche Telefonstimme. Ach, danke sehr. Danke. Können Sie jetzt bitte auch mal das Hühnchen machen? Das würde mich sehr freuen. Den Hühnchen kann ich das nicht malen. Na bitte. Kann ich das nicht malen, ja. Ja, dann weiß ich aber, dass ich Ihnen vertrauen kann, wenn Sie das Hühnchen für mich machen. Sonst klingen Sie für mich ja wie eine Hühnerbrust. Nein, Sie können nicht den Vertrauen, wenn ich mache wie ein Hühnchen. Na doch. Nein, das ist ja das nein. Wichtigste nein, für nein, mich. Das so, ja. Es geht nicht um irgendwas zu lachen oder. Ja, natürlich. So, ich weiß, dass Sie magen sehr den Hühnchen. Ja, ich mag aber Hühnchen. Also ich als Hahn mag ich die Sie ja haben, besonders. Sie haben ein gutes Fleisch. Sie schmecken sehr gut. So, Sie sehen jede Wochenende nur das Fleisch. Hühnchen. Aber Sie müssen auch mal die inneren Werte von so einem Huhn betrachten. Die kann man ja nicht nur auf den Grill legen. Das ist ja auch, sag ich mal, so eine Form der metamorphosischen Hypnose. Wenn Sie einem Huhn beim Laufen zugucken, wie die immer so mit dem Kopf wackeln, das hat schon hypnotische Wirkung. Ja, haben Sie gesehen, wenn zum Beispiel eine Hühnchen schlagen? Wenn es der Kopf so weggeht, die wenn Hühnchen läuft, ja, so, die laufen weiter. Ja, die sind ja sehr ja, motiviert, genau. Ne, weil die könnten ja in der ja, Zeit nochmal ein Ei legen. Sie haben so viel Energie her ja, und laufen weiter. Ja, darum mag ich die Hühnchen ja. Ich habe ja auch sehr viel Energie. Genau, genau. Jetzt sind Sie so dran. Muss man sein. Nun komm schon, tu einem alten Mann einen Gefallen und mach das Hühnchen. Führerbefehl. Na los. Komm. Das war, ich hab mich ja sehr darüber gefreut. Oh Gott. So hab ich nie in meinem Büro seit 5 Jahren, dass ich hier arbeite, hab ich noch nie. Seit fünf so Jahren machst du das schon? Ja. Und hast noch nie mit einem Hühnchen telefoniert? Nein, niemals, weil normalerweise die Hühnchen, die ich gesehen habe, haben sie nicht gesprochen.
Weil normalerweise sie sind die Hühnchen so sind Tier. Sie können nicht sprechen, aber Menschen können den Tier imitieren und sie können die Geräusche von der Tier machen. Ja, Also natürlich, weil die Hühnchen, die werden sie ja machen. unterdrückt. Wir müssen die Hühner ja befreien. Normalerweise Babak, ja genau, Babak. Papa! Können Sie noch andere Tiere machen? Nein, ich kann so. Können Sie eine Ich habe Katze nicht. machen? Nein, 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 nein. Ein Ich Hund? Weil ich will ja Dogcoin kaufen. Können Sie wie ein Hund bellen? ich habe sehr viele, viele Probleme, weil mit Tier hab ich Allergie von der Tier, weil ich habe Asthma Oh, ich und auch. so genau und kann ich nicht bei der Tier bleiben. Es wird mir sehr schlecht kommen und Auch kann bei ich den keine Luft Huhn? atmen. Nein, weil die Hühner habe ich nur im so bei als ich im Ausland war, zum Beispiel in die Balkanländer und so weiter, habe ich Hühner Ja. gesehen, so. Und die haben Asthma Aber ausgelöst bei Ihnen, die Hühner? wie bitte? Und die Hühner lösen bei Ihnen Asthma aus? Sie haben doch gesagt, Sie essen die immer. Nein, so, Essen, es ist gar kein Problem. Ich bin nicht allergisch wegen die Essen zum Beispiel, aber ich bin allergisch von der Gerichte von einer so, eine Katze, von so, Haben Sie von die schon mal Haare und so weiter. Katze gegessen? Haben Sie gerade gesagt, Sie essen Katzen? Nein, 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 nein. Ich esse Hühner. Hühner? Schweinefleisch. So, Schwein aber. und Hühnchen. Ja, Das war jetzt genau. können Sie auch das Schwein machen? Nein, nein, nein. Den Nee. Schwein kann ich nicht malen. Warum nicht? Weil der Schwein schmeckt sehr gut, kann ich das nicht machen. Ja, aber das Hühnchen schmeckt ja auch gut. Und Pock-Pock haben Sie ja auch gemacht. Ja, genau. So. Ja. Ja, ich weiß, dass Sie keine Interesse haben, so Bitcoin oder Nee, zu traden oder Auto. Dogecoin. Ich möchte Dogecoin Dogecoin. haben. Okay. Bitcoin ist mir zu, das kostet ja Dogecoin. so viel. Dogecoin. Einen Moment bitte. Ich Ja. muss schauen. Bleiben Sie im Apparat. Ja, danke. So, Herr, Sie können kaufen Dogecoin. Ja, ich Okay? weiß, die sind ja in den letzten Tagen, sind die ja ganz gut gewesen, ne? Weil so ein Bitcoin, der Ja, kostet ja ganz viel Geld. Und von den wie viel wollen Sie Dogecoins könnte kaufen? ich mir viel mehr kaufen. Was kostet der denn gerade? Das ändert sich ja immer. Okay, Moment mal, ich muss schauen. Kannst nicht so lange Pause lassen, das muss ich alles rausschneiden. So, Herr, Ja. eine Dogecoin kostet 7 Cent. Ja, das ist doch gut. Guck mal, gestern waren die bei 9, da kann ich heute schon wieder ein bisschen günstiger einkaufen. Ja, genau. Wollen Sie Dogecoin kaufen? Ja, ich wollte Dogecoin, weil die werden ja jetzt bestimmt noch mal ganz dolle hochgehen. Und für den Fall Nö. wollte ich schon gern ein bisschen, weil so, die sind ja viel günstiger als Bitcoin, nicht wahr? Bitcoin, so. Ein Dogecoin kostet 7,2 Cent. Ist jetzt schon wieder mehr geworden, das ist gut. Ja. So. Und eine Bitcoin kostet Hallo? ja, ich bin hier. Also bist du So. am Gucken? Mit den Nein. Hühneraugen? Mit was von Hühneraugen meinen Sie?
Das ist ja nur ein Scherz gewesen. Der Bitcoin kostet jetzt, ist jetzt gehört, so. $47,000. Und in Euro? Weil ich hab keine Dollar. Ich hab ein paar indische Rupie aus. Ich hab mal Urlaub in Indien gemacht. Haben Sie eine Kreditkarte? Ja. Die habe ich. Es kostet, so, in Euro kostet, Moment mal, 38.900 Euro. Nicht schlecht, aber so viel Geld habe ich nicht. Ich habe jetzt ein bisschen was geerbt von meiner Frau. Ich habe jetzt noch 20.000 habe ich noch übrig und da wollte ich mir eigentlich diese Dogecoin von kaufen, in der Hoffnung, dass die dann wertvoller werden, ne? Und dann wollte ich die wieder verkaufen. Bak, 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 bak. Ja. Genau. So kann man das auch zusammenfassen. Ja. Langsam, langsam. Wie viel wollen Sie kaufen? Nee. Wollen Sie 1.000 Euro Dogecoin kaufen? Nee, ich hab jetzt meine Frau ist gestorben letztes Jahr, ne? Und jetzt hab ich halt endlich... Ist das mir leid? Ja, danke. Ich hab jetzt halt endlich, da musst du ja mit dem Gericht und allem, bis du dann das Erbe kriegen kannst. Und ich hab jetzt halt, das Haus ist zu Ende bezahlt, das Auto vom Enkel haben wir bezahlt. Und jetzt hab ich noch 20.000 übrig und die wollte ich investieren. Ja, 20.000 wollen Sie investieren? Ja, mit dem Dogecoin eben, dass wir die kaufen. Dogecoin, okay? Dogecoin. Und jetzt ist halt die Frage, wie funktioniert das? Ich werde alles erklären, gar kein Problem. Können Sie bei der Computer gehen? Was bitte? Ihre Handy, ist das ein Smartphone? Nee, das ist Android. Ich habe so ein Haustelefon im Prinzip. Sie haben ein Haustelefon, okay. Gut, gehen Sie bei Ihrem Computer und öffnen Sie Ihren Computer, okay? Ja, soll ich den anmachen? Ja. Gut, ich gehe da mal hin. Wie lange müssen Sie denn heute arbeiten? 10. Bitte? Bis 19 Uhr. Bis 19 Uhr? Ja, das geht ja noch. Bis dahin habe ich Sie auch zum Hühnchen ausgebildet. Ja, eine Hühnchen gemacht. Sehr gut, Sie werden immer besser. Ja. Also ich darf Ihnen hiermit als Vorsitzender des Hühnerhabichtvereins darf ich Ihnen hiermit einen Hühnerpunkt überreichen. Gar kein Problem, so. Gar kein Problem. Wenn Sie 9 Hühnerpunkte haben, ist das gleichwertig mit einem Hahnenpunkt. Und mit 9 Hahnenpunkten kriegen Sie dann ein Softeis beim Eishändler. Aha, ja. Ja. Ich weiß. Wissen Sie, haben Sie sich schon informiert? Seit 3 Jahren nicht gegessen. Hühner oder Eis? Eis. Ja, das ist ja traurig, weil Eis geht ja immer. Na, ich mag nicht den Eis. Nicht? Mann, meine Zähne kaputt. Ja, dann müssen Sie die Zähne mal putzen. Das geht auch wunderbar mit Hühnerfedern. Ich krieg Allergie her. Au, wogegen sind Sie eigentlich nicht allergisch? Sind Sie Veganer? Herr, ich esse Fleisch, aber von der Fleisch bin ich nicht, aber wenn es ein Hühnchen so am Leben ist und wenn ich rieche von den Hühnern, so, Sie sollen das Hühnchen ja nicht inhalieren. Sie sollen sich das Huhn ja nicht in die Nase stopfen. Geben Sie mir mal bitte die Adresse von der Firma, ich schicke Ihnen einen Huhn rüber. So. Moment mal. Werden wir so. Du werdest direkt investieren bei Dogecoin. Dogecoin, genau. Okay? Dogecoin will ich haben. So. Moment mal. Sind Sie bei der Computer jetzt? Ja, ich hab den angemacht. Okay. Hallo? Ich werd so. Oh, Gesundheit. Guck mal. Danke. Entschuldigung. Alles gut. Unter uns Hühnern passiert das schon mal. Du bist jetzt ein Huhn Rang 7. Wenn du Rang 1 erreichst, gibt's eine Beförderung. So, ja.
Sie werden dieses Programm, das ich jetzt sende, werden Sie unterlagen. Was soll ich machen? Unterlagen? Ja, unterladen. Also ins Nest reinlegen von den Hühnern, ja? Ja, aber Moment mal bitte. Was soll ich jetzt machen? Außer Hühnergeräuschen? Nur bleib. Was denn? So, Herr. Moment mal, bleiben Sie. Hallo. Gehen Sie bei der E-Mail-Adresse? Bei welche? Bei Ihrer E-Mail-Adresse. Ja, ich habe mehrere. Pukak! So, ich werde diese E-Mail-Adresse, das ich habe. Ist das AnyDesk? Wordesiege@gmail.com. Ja, hast du mir. Ist das AnyDesk? Ja. Ist ja Englisch. Alvin nee. Löwe, ist das dein Name? Wie bitte? Alvin Löwe, bist du das? Ja, genau, das bin ich. Oh, das ist ja ein toller Nachname, oder? Ja, genau. Stell dir mal vor, du könntest auch Hühnchen heißen. Wie bitte? Du könntest auch Alvin Hühnchen heißen. Normal. Ja. Ja, genau. Soll ich das, was soll ich da, soll ich das runterladen? Wie bitte? Soll unterladen ich? Sie, ja, genau, ah! Unterladen Sie. Ja, genau. Gut. Das ist jetzt beim Runterladen. Ja, okay, gut. Und habt ihr halt gutes Hühnerfutter am Arbeitsplatz? Was? Ob ihr gutes Hühnerfutter am Arbeitsplatz habt? Und ja, ja. Ja, hast du ein gemütliches Nest bekommen da? Wird das auch ab und zu mal neu gemacht? Wie bitte? Ja, die Nester, also die Sitzgelegenheiten, sind die von guter Qualität? Ah, also die Nester für die Eier. Ja, genau, das Nest für die Eier. Damit du auch willst du, kann ich ein Nest für Sie machen? Ja, hier? Bitte. Ich bestehe darauf. Zeig mir dein Nest, dann zeige ich dir meines. Ja, gar kein Problem, so werde ich das machen. Schick mir ich mal. Komme, wo wohnen Sie? Ich wohne in Baden-Baden. Das ist ein bisschen Baden-Baden. Weiter weg von Berlin. Ach so, Sie sind in Baden-Württemberg. Ja, Baden-Württemberg. Baden-Baden. Genau. Baden-Baden. Ich war in Pforzheim. In Pforzheim, ja, das ist ja auch so eine Hühnerhochburg. Ich war in Stuttgart. Stuttgart. Karlsruhe. Oh, Karlsruhe. Die ganzen verrufenen Gegenden bist du durch, ne? Du hast bestimmt versucht, Hühnchen aufzureißen. Ja, Hühnchen. Schickst du mir mal, Hühnchen. Ich muss mal wissen, schick mir mal ein Foto von dir. Ich hab so Photoshop, dann setze ich dir so einen Hühnerkopf auf und dann schicke ich dir Nein. Was meinst du, wie toll du aussiehst mit einem Hühnerkopf? Nur wenn ich in Baden-Baden komme, ja? werde ich eine Maske kaufen. Eine Hühnermaske? Ja. Und dann laufen wir so zusammen durch die Stadt und dann gucken wir mal, wie lange das dauert, bis die uns verhaften. Ich kann mich so, auf Altersschwachsinn berufen. Haben Sie den Anydesk? Aber du kommst in die Forensik. Unterladen? Ja, ich habe das runtergeladen, hallo. Ja. Okay, gut, super. So. Moment mal. Können Sie mir sagen, die neunstellige Nummer? Soll ich das aufmachen, das Programm? Ich habe das jetzt nur heruntergeladen. Ja, öffnen Sie den Programm bitte. Ja. Mach ich sofort. Okay.
Ja, und was soll ich jetzt machen? Ist es geöffnet? Das ist richtig offen, wie der Hintern von einem Huhn, wenn es Eier legt. So, sagen Sie mir die neunstellige Nummer, das. Wo steht das? Da. Sind neun Nummer. Ach da! Ja, das ist 747. 747. 065. Ja. 065. Ja, und dann 545. 545. Ich habe ein Willkommensgeschenk vorbereitet. Wie bitte? Wie bitte? Wie bitte, sag ich. Ich habe gerade mit dem Huhn gesprochen. So. Sind Sie mit dem Internet verbunden? Mit dem Internet, ja. 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 Sprechen Hallo. Sie mit mir, ja? Ja, haben Sie den Anydesk? Ist es Ihre Computer mit Internet verbindet? Ja, natürlich. Ich gucke mir gerade einen Hühnerfilm an. Ist es geöffnet? Das ist geöffnet. Haben Sie vielleicht die Nummer nicht richtig abgeschrieben? 747 065 545. Ja, das ist richtig. So, Ihre Anydesk ist geöffnet. So, ja, das ist offen. Unterladen. Offen. So, ich probiere nochmal. Kannst du nochmal Hühnergeräusche machen? Nein, weil ich habe jetzt keine Stimme mehr. Das ist schlecht. Kannst du da mal mit dem Schnabel auf die Tastatur rumklopfen? So. Gehen Sie. So. Hallo. Ja. Können Sie weg den Anydesk? Was soll ich machen? Gehen Sie bei der X oben. Also ich das schließen? Ja, schließen Sie und öffnen Sie nochmal, okay? Und nochmal öffnen, ja. Ja, schließen Sie mal. Ja. Und öffnen Sie nochmal. Gut, das habe ich gemacht. Okay, öffnen Sie. Ja, ist offen. Ich bin ein schnelles Hühnchen. Haben Sie sich schon mal so intensiv mit einem Huhn unterhalten? So, Herr. Können Sie mir sagen nochmal die Nummer? Ja, 474. 74? Nein, 474 065 545. 474. Ja. Nochmal die anderen. 065 und 545. 545. Hat da gerade jemand Hühnergeräusche gemacht bei Ihnen? Da ist was aufgekommen. Ein Agent möchte eine Anydesk-Sitzung beginnen. Akzeptieren und da annehmen? Ja. Guck mal, da ist ein Geschenk für Sie. Das ist der Berthold, das ist mein Haushuhn. Ja. Okay. So, ja. Wie werden die... Ja, wie bitte? Moment mal, bitte. Okay? Ja. Ja.
Anders bin ich. Wie viel wollen Sie kaufen? Dogecoin? Ja. Kusima, das bin ich hier. Ich ja? bin der Hühnchenheld. Schreiben Sie hier Kryptomat? Wie bitte? Moment mal. Oh, da ist wohl was schief gegangen. Die Webseite ist nicht erreichbar. Moment mal, ja, jetzt werden wir erreichbar machen. Das ist gut. Gibt's da auch Hühner? Kann man da Hühner kaufen? Nein, es gibt keine Hühner hier. Wie viel wollen Sie kaufen? Wie viel Dogecoins kriege ich denn für 20.000? Ja. Wie viel kann ich da kaufen? 20.000, Sie wollen die ganze Geld so. Ich hab bei den Dogecoin, ja, ich habe jetzt alles bezahlt und das Auto für meinen Enkel gekauft. Und dann wollte ich jetzt auch noch ein bisschen was verdienen, ne? Das muss ja auch ein bisschen Geld haben. Ja, okay. Werden wir machen mit 10.000 erstmal. Okay? Na gut. Da kommen lauter Pop-up-Fenster. Kommen Sie nicht zurecht, soll ich Ihnen helfen? Nein, nein. Können Sie jetzt bitte nochmal das Hühnchen machen? Das würde mir sehr viel bedeuten. Moment mal. Weil ich bin jetzt sehr fokussiert hier. Sehr interessiert? Fokussiert. Oh ja, das ist gut. Das mache ich beim Eierlegen auch immer. Sehen Sie, das ist der Dogecoin? Das ist der Dogecoin, ja. Ja. Wie möchten Sie die Einzahlung machen? Ja, das haben wir doch schon besprochen. Wie viel kann ich da denn jetzt kaufen von? Können Sie mir das ausrechnen? Ja, ich kann. Hallo? Moment mal, ich muss das rechnen, okay? Wie viel wollen Sie zahlen? Na, wir haben uns jetzt ja auf 10.000 verständigt, also nur so zum Testen, nicht wahr? Haben Sie in Ihrem Konto 10.000 Euro? Ja, die sind auf der Bank. Sind bei der Bank. Was für eine Karte haben Sie? Ne, ich habe hier die Sparkasse. Sparkasse, so. Schauen Sie. So viele? Ungefähr. Ja. Was ist das denn für eine Zahl? Ich kann das gar nicht lesen. 138.000. So viele Dogecoins? 300. Ja, genau. Oh, ich finde, das ist ja toll, total toll. Und wenn die jetzt morgen, die gehen jetzt ja gerade wieder ein bisschen runter, wenn die morgen dann wieder hochgehen, dann kann ich diese 138.000 ja theoretisch mal dem nehmen, was der wieder gestiegen ist. Und das wäre dann ja theoretisch mein Hühnergewinn, oder nicht? Ja, genau. Das ist ja großartig. Ich glaube, das war eine sehr gute Idee, mich da mal mit zu befassen. Okay, so. Wie möchten Sie die Einzahlung machen? Ich würde Ihnen im Prinzip ja einen Transporthuhn schicken mit dem Geld. Oder wollen so, Sie vorbeikommen? Es geht nicht um Hühner jetzt. Wollen Sie das kaufen oder wollen Sie das nicht? Ja, ich muss ja den Dogecoin haben. Der Hund ist genauso interessant wie ein Huhn. Von daher wird mich das schon interessieren. Moment mal. Bleiben Sie da. Ja, danke. Hallo? Okay, wie möchten Sie den Einzahlung machen, Herr? Möchte ich was, bitte?
Den Einzahlung, wie möchten Sie das machen? Soll ich das überweisen? Sie können auch das überweisen. Ja, was, Oder können wir das direkt bei unserer Seite, bei Kryptomat machen? Weiß ich nicht, ob das geht. Ich kenne mich da nicht aus. Ja, es geht bei der Kryptomat. Bei unserer Seite. Wenn das schneller geht, weil ich müsste sonst erst zur Bank rüberlaufen und es liegt so viel Schnee bei uns. Ja, genau. Und das Problem ist halt, Hühner sind ja weiß, genau wie der Schnee, und dann werde ich nicht so gut gesehen und dann könnte es passieren, dass mich ein Auto anfährt. Und das will ich ja nicht unbedingt bitte. Haben. Moment. Moment mal. So, wir werden die Überweisung zusammen machen. Gar kein Problem. So, ich werde Ihnen verbinden mit einer Kollegin von mir. Kennen Sie Perlhühner? Und sie wird Ihnen helfen, okay? Und kennen Sie das Perlhuhn? Da wollte ich mir im Prinzip nächsten Monat auch 2 Stück von kaufen. Ja, gar kein Problem. Sie können das kaufen. Ja, wegen den Dogecoin dann. Ich wollte ja, weil die Perlhühner, die kosten... Ich habe ja nicht so viel Geld, dass ich mir einen Perlhuhn kaufen kann. Darum wollte ich jetzt den Dogecoin haben, weil der ist ja wertvoll. Okay. Verstehen Sie das Problem? Wir können das machen, gar kein Problem. Und jetzt müssen Sie mir aber mal noch verraten, weil ich kann die... wie soll ich das denn ausdrücken? Wir können diese Einzahlung direkt machen, gar kein Problem. Halte doch mal. Ich komme ja in den Hühnermodus hier vor lauter Komplikationen. Haben Sie Online-Banking? Was habe ich bitte? Online-Banking. Weiß ich jetzt nicht, was Sie meinen. Meine Frage ist ja im Prinzip gewesen, was muss ich Ihnen denn bezahlen dafür, dass Sie mir die Dogecoins kaufen und das verwalten? Das ist ja sicherlich nicht kostenlos. Wir nehmen normalerweise von Ihrer Gewinn nehmen wir ein paar Prozent Sitze. Ja, welchen denn? Hallo? Moment. So, Sie müssen gar nicht bezahlen. Nicht. Machen Sie das aus reiner Menschenfreundlichkeit, weil ich ein Huhn bin? So, ich verbinde kurz mit deinem Finanzberater, okay? Mit was bitte? Hallo? Okay. Hallo? Okay. So, ich verbinde mit deinem Finanzberater, okay? Ja, danke schön. Moment. Hallo? Hallo, grüße Sie. Mark Robert Winton ist im Apparat. Guten Wie geht es Ihnen? Alles klar? Ja, hier ist Vorderziege. Mir geht's gut. Und Ihnen? Das freut mich sehr. Ich sehe das hier jetzt gerade durch den Desktop, dass Sie mögen sehr Hühnchen, ja? Ja, ich bin ein Hühnchen. Das freut mich sehr. Mögen das Sie ist auch cool, Hühner? Ne? Ich bin gut zu Vögeln. Bitte? Ob Sie auch Hühner mögen? Ja, ich mach. Das ist sehr gut. Ich bin jetzt gerade hier. Kennen Sie Perlhühner? Talhühner, ja, die sind die Talhühner. Ja, das ist ein Perlhuhn. Ja. Ich versuche das gerade runterzuladen, weil ich wollte das. Das haben Sie heruntergeladen. Ich wollte das ausdrucken und mir an die Wand hängen, weil das sind ja. Ach ich so. Überlege mir jetzt gerade Namen. Also der Große ist Alpha. Das ist Omega, und jetzt muss ich mir noch Namen für die anderen Hühner überlegen. Ach so, das können wir gleich machen, das ist kein Problem. Gut. Erstmal müssen wir damit fertig machen mit den Sachen, was ich hier jetzt gerade dran bin. Ja. Wie gesagt, mein Name ist Mark Robert Winton, ich schließe mal diese Fenster, ich vorstelle mich an von professionellen Wegen, ja? FCA, weiß nicht, ob Sie schon mal gehört haben. Fußballclub Augsburg? Nein, FCA-Register, das ist nicht ein Fußballclub Augsburg, aber sondern ein Finanzdienstleistungsregister. Ja? Ich übersetze für Sie auf Deutsch. Ja? You don't need to translate anything. I speak English fluently, young sir.
Okay, that's cool. That's cool. Lass uns aber Deutsch sprechen, das ist ja kein Problem. Natürlich. Willkommen im Finanzdienstleistungsregister, sehen Sie auch hier? Ich weiß ja nicht, ob Sie das wissen, aber die Hühner, die kommen ja ursprünglich aus England und von daher kann ich halt auch ganz gut Englisch sprechen. Ach so. Ja, ich bin halt ein Hühnchen, nicht wahr? Sie sind ein altes Hühnchen. Ich bin ein Hühnchen, ja, schon ziemlich lange. Das freut mich sehr, das freut mich sehr. Sehen Sie, Herr Mark Robert Winton, das ist ja mein Name, ne? Wird und das nicht ich bin Winton eine Einzelperson, weil ich arbeite. Bitte? Wird das nicht Winton ausgesprochen, wenn wir im Englischen ja, sind? Ja, auf Englisch ja. Ja. Oder auf Deutsch Winton. Na gut. Okay. Nicht dann das. Ich arbeite unter meiner Lizenznummer und das muss ich beim Einzelpersonen eingeben, nicht beim Firmen. Ja? Ja. Das sehen Sie auch hier. Mark Robert Winton, Referenznummer MRW01098, von der Aufsichtsbehörde genehmigt, ja? Ja. Ich bin zugelassen von der Aufsichtsbehörde, dass ich mit dem Finanz beschäftigen kann, ja? Ja. Gibt's, sehen Sie auch da. Also ich diesen bin, auch, das würde ich Ihnen auch gerne noch zeigen, ich bin ja im Großdeutschen Hühnerregister eingetragen. Ich habe die Mitgliedsnummer 16. Sie sind auch in den deutschen Hühnerregistern gemeldet. Ja, natürlich, das muss ich ja machen, sonst sperren die mich ja ein. Das wäre ja Amtsanmaßung. Naja, und da halte ich halt immer Ausschau nach scharfen Hennen, nicht wahr? Zeigen Sie mir Ihren Registnummer. Nee, das ist ja Datenschutz, das darf ich nicht anderen zeigen. Sind Sie, sei denn, Sie sind auch ein Huhn. Sind Sie ein Huhn? Nein, ich bin kein Huhn. Ja, dann darf ich Ihnen das auch nicht zeigen. Sind Sie ein Finanzberater? Nein, ich bin Schweinebauer ja, gewesen. Ja, dann, ich habe Sie aber den Namen gezeigt, dass ja, ich registriert und also registriert bin. Ich kann Ihnen gerne, ich habe hier auf dem Computer, ich habe zu Weihnachten so eine Webcam bekommen. Oh, da ist das Hühnerbild. Ich muss das einmal kurz als Hintergrund einrichten. Das ist die Hühnerbild. Jetzt habe ich das als Hintergrund. Ich wollte Ihnen mal kurz super zeigen. Das ist ja ne, das ist kein gutes Bild. Das auch nicht. Das ist der Hühnermann, mit dem Sie gerade sprechen. Super, das freut mich sehr. Sie sind der, ja? Ja, ja, ich bin ein Hühnchen. Sie sind ein Hühnchen. Ja. Super. Super, den hier, oder? Ja, ja. Das ist nur das Licht. Wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf? Ich bin 67. 67 Jahre alt. Das Bild mag ich besonders, da habe ich mich gefreut. Das machen Sie besonders. Ja. Okay, jetzt kommen wir wieder ins Thema rein. Wollte ich Sie mal fragen, ja? Wie würden wir denn Einzahlungen machen? Mit wie viel möchten Sie damit einsteigen? Also ich würde ja im oh, Prinzip... mit Waffe. Ja, natürlich, weil das ist ja... Ich muss ja die Hühner auch beschützen, ne? Weil hier in Baden-Baden, da leben viele Füchse. Und die Füchse, die wollen die Hühner ja immer fressen. Ich habe auch noch eine Axt besorgt, nicht wahr? Also ich weiß mich durchaus zu verteidigen. Und das ist meine Buttermilch, nicht wahr? Achso, ja, ja. Ja, wollte ich Sie mal fragen, wie möchten Sie die Einzahlungen machen? Ja, das wollte der Kollege mir sagen. Wo ist der denn jetzt hingegangen? Mit wie viel möchten Sie damit anfangen? Nee, ich habe zu dem gesagt, weil meine Frau war ja letztes Jahr verstorben. Ich habe jetzt noch 20.000, die ich investieren wollte. Aber der hat gesagt, wir sollten 10.000 nehmen. Okay, super. Weil dann habe ich wollte halt Sie mal auch fragen, noch mit was für einer Bank arbeiten Sie? Ich muss ja auch noch Geld übrig haben, damit ich mir das Perlhuhn kaufen kann. Okay, super. Wollte ich mal fragen. Würden Sie bitte auch mal Hühnergeräusche machen? Das würde mir sehr viel bedeuten. Ich kann das gar nicht. Ich kann das gar nicht machen. Wollte ich mal fragen, mit was für einer Bank arbeiten Sie? Mit was bitte? Mit was für einer Bank arbeiten Sie? Nee, ich bin in Rente. Ich arbeite nicht mehr. Mit was für einer Bank? Bei welcher Bank sind Sie gemeldet? Ja, beim Einwohnermeldeamt. Baden-Baden im Prinzip ist ja jeder hier. Aber wo haben Sie diesen 10.000 Euro, das Sie meinen, das Ihre Frau gesagt hat? Die sind im Tresor bei mir. Ach so, Tresor, Sie haben das Cash. Ja, ja, das ist Cash da. 10.000 habe ich Cash hier im Tresor und die anderen, die sind im Prinzip ja auf dem Konto. Ich habe das aufgeteilt, zur Sicherheit. Ja, auf welche Bank arbeiten Sie, das meine ich ja. Mit welcher Bank arbeiten Sie? Sie meinen, wo ich mein Konto habe?
Genau, auf welchem Bank? Das doch. Ich bin ja im Prinzip bei der Volksbank. Beim Volksbank? Ja. Okay, Moment mal. Das Problem ist jetzt halt auch, die Volksbank, da werde ich wohl wechseln müssen, weil die haben jetzt ja auch die Geschäftsbedingungen geändert. Die akzeptieren jetzt auch Hühnerhabichte. Und das wäre halt gefährlich, weil wenn ich da in die Filiale gehe, da könnte mich ja einer angreifen von denen. Verstehen Sie das Problem? Ja. Ist nicht gut. Online-Banking haben Sie, richtig? Nee, ich mache das hier immer bei der Frau Scharlatan. Die ist hier die Chefin von der Bank. Da gehe ich immer hin. Sie machen das direkt von der Frau Scharlatan? Ja. Das ist, weiß nicht, wo die herkommt. Vom Namen her ist das sehr ungewöhnlich, aber die ist sehr nett. Verstehe. Moment mal. Ha, wie bitte? Bitte? Wo ist jetzt eigentlich der Kollege hingegangen? Der war so freundlich. Nicht, dass sie es nicht wären, aber... Ja, der, wie gesagt, er hat den Anruf zu mir weitergeleitet, ja, dass ich mit Sie sprechen kann. Warum denn? Hat er mich nicht... Ja, weil, wie gesagt, ich bin der Finanzberater. Er ist einfach ein Account Manager. Ach so. Aber nicht, dass der jetzt Ärger kriegt, nicht wahr? Nein, sicher nicht. Warum soll er Ärger bekommen? Naja, wenn er das weitergegeben hat, anstatt das selber zu machen. Nein, es spielt keine Rolle. Wollte Sie mal fragen, haben Sie hier den Alias? Geben Sie bitte den Alias hier ein und den PIN bitte. Ja. Oh, falsch. Das ist schlecht. Hühnermann greift Scammer an. Also das ist schon mal richtig. Und haben Sie etwas angegriffen? Ja, den ganzen Tag. Und was haben Sie angegriffen? Was für ein Scammer? Na, kennen Sie nicht, Sie sind doch in England drüben, richtig? Ja. Ja, was heißt denn to scam? Ja, deswegen frage ich Sie. Was heißt das denn? Sagen aber haben Sie, das Sie etwas Betrüger auf Deutsch? Ja, richtig, genau. Ja, und haben Sie irgendwie einen Betrüger heute angegriffen? Ja, mehrere. Ich habe die richtig fertig gemacht. Ach so, super. Aber diesen mit Hühnern, wollte ich mal sagen, haben Sie als Krankheit oder wie ist das jetzt? Ja, ich hab im Prinzip pathologisches Hühnersyndrom. Ich bin mal von einem Huhn überfahren worden, als ich noch ganz klein Sie war. Sie sind von den Huhnen überfahren? Ja, das ist ja gut, es waren mehrere zugegeben, weil eines hätte das natürlich nicht geschafft. Das war quasi wie so ein Tornado aus Hühnern. Die kamen halt alle da rausgelaufen und ich stand da als kleiner Junge und dann haben die mich umgerannt und seitdem Ehrlich, bin ich da halt traumatisiert. Ich habe eine Frage für Sie. Kann ich eine Frage stellen, bitte? Natürlich. Jetzt arbeiten Sie etwas? Ich bin in Rente. Sie sind in Rente. Warum fangen Sie nicht an als Comedian? Ja, Sie können damit Geld verdienen. Meinen Sie mit dem am Telefon? Ja, genau. Ja, das könnte Was, wo soll ich da denn auftreten? Ja, sollen Sie selber irgendwie etwas rausfinden? Also ich wollte ja eigentlich mal mit YouTube anfangen, mit Hühnergeräuschen. Hühnergeräuschen kann ich gar nichts machen. Ja, nee, dass ich das mache und das dann bei YouTube hochlade. Meinen Sie, das könnte klappen? Weiß ich ja nicht. Wie gesagt, ich beende jetzt die Gespräch. Würden Sie den Kanal denn abonnieren? Ich hätte sonst, Kanal? Naja, wenn ich das bei YouTube mit den Hühnersachen mache. Ich hätte sonst auch noch eine Mastercard, wenn das weiterhilft. Weil der Dogecoin, der wird ja gerade wieder günstiger, wie wir hier sehen können. Das würde helfen. Aber buchstabieren Sie mir bitte den Kanal von Sie? Nee, ich hab den ja noch nicht. Das ist ja die Frage, ob Sie das angucken würden. Dann hätte ich schon mal den ersten Zuschauer. Gerne, würde ich mal. Ich meine, wir können ja mal kurz gucken. Nicht, dass das schon gibt, nicht wahr? Das wäre ja...
Ich habe es jetzt gerade sein Handy, das ist geschlossen, ich kann nicht mehr was sehen. Ach so, ich habe jetzt gerade, es gibt schon einen, der heißt der Hühnerkanal, der hat 458 Abonnenten. Und 200. Hühnerkanal? Ja, der Hühnerkanal. Da kann man sich Moment Hühner mal. Angucken. Soll ich Sie nochmal, wollen Sie nochmal draufkommen auf den Computer? Nein, möchte ich nicht, aber können Sie mir gerne buchstabieren? Ja, Hühnerkanal. Weiß nicht, was ich da jetzt buchstabieren soll. Kanal. Ich kann jetzt gerade hier gerade nicht das herausfinden. Dann kommen Sie doch nochmal auf den Computer. Wir müssen ja auch das mit der Mastercard noch klären. Ich muss ja heute noch die Dogecoins haben. Die sind jetzt ja gerade schon wieder 10% gefallen. Ich muss die ja kaufen, bevor sie wieder teurer werden. Das ist ja im Prinzip. Ich schicke Sie den Anfrage jetzt, dann nehmen Sie bitte. Ja, habe ich gefunden. Und hier ist jetzt halt der Hühnerkanal. Ich habe das ausfindig gemacht. Das ist Ihr Hühnerkanal. Ja, das ja. Hier, ja? Ja. Verstehe. Und das gehört Ihnen? Ja. Super. Da bin ich mal krank gewesen, da habe ich mich dann abgemeldet bei den Leuten. Ach so. Vor 6 Monaten, ja? Ja, da hat es, da wo meine Frau gestorben war, da habe ich, da wollte das keinem erzählen. Da habe ich halt erzählt. Verstehe. Würden Sie das abonnieren vielleicht? Kostet ja, gerne, würde ich mal tun. Würde ich tun. Das ist sehr freundlich. Also wir müssen jetzt all den Hühnerkanal pushen. Und dann können wir da ja drunter schreiben, wir kommen von der Telefonziege. Ja, genau. Und da sind jetzt halt so die verschiedenen Hähne und Hühner. Wenn Sie die namentlich kennenlernen wollen, dann würde ich mit Ihnen auch mal Hühner Memory spielen. Das ist dann halt auf ein bisschen höherem Niveau. Okay. Jetzt müssen Sie bitte aber auch mal das Hühnchen machen. Ich bestehe darauf. Ich kann keine Hühnchen machen. Können Sie andere Tiere, also eine Katze zum Beispiel machen? Oder ein Schwein? Nein. Ich kann das gar nicht. Ich kann auch sehr gut das Schwein machen. Okay, dann wir müssen eigentlich dieses Gespräch jetzt unterbrechen, weil ich habe auch einen anderen Termin jetzt gerade, 12.15 Uhr. Und ja, das muss ist ich ja das noch weitermachen, 10 Minuten okay? hin. Wir müssen das mit der Mastercard jetzt ja noch machen. Ja, denn wenn Sie möchten mit Mastercard, dann können Sie das alleine irgendwie fühlen. Nee, was für eine Mastercard haben Sie? Ich habe eine goldene Mastercard von 4D Marketing. Mit was für einer Nummer fängt das an? Wie meinen Sie? 4D Marketing ist eine 4 vorne. Es soll 4 vorne sein, eine Master. Nein, 4D Marketing heißt die Firma. Okay. Dann machen Sie weiter und ich würde Sie in einer halben Stunde wieder anrufen, okay? Nee, da muss ich ja die Hühner füttern. Also wir müssen das jetzt schon zu Ende kriegen. Ja, dann füttern Sie den Hühner erstmal, dann kommen wir wieder zusammen ins Gespräch, okay? Nee, kann ich dann den anderen Kollegen wieder haben, dass der das weitermacht? Ja, gerne, gleich. Aber müssen wir erstmal zusammen auflegen, dass er Sie anrufen kann. Ja, können Sie mich nicht verbinden? Jetzt gerade nicht, weil er kann Sie mit mir verbinden, aber ich mit Sie nicht. Aber Sie sind doch der Chef, da muss das doch gehen. Ja, deswegen bin ich der Chef und deswegen wird das nicht erlaubt. Ach, so ist das. Ja, wann wird der, okay. Kann der gleich wieder anrufen? Weil ich muss dann los demnächst. Nee, dann warte ich kurz. Ja, genau. Aber füttern Sie erstmal die Hühner und das machen wir weiter danach. Nee, ich würde jetzt gleich die Mastercard holen, weil ich muss auch in einer halben Stunde zum Arzt, dass wir das bis dahin fertig super. Haben. Okay, super. Dann machen sagen, wir das gleich direkt. Holen Sie erstmal die Mastercard und machen wir weiter, okay? Ich hol die und der soll gleich anrufen, ja? Genau. Gut, dann vielen Hühnerdank. Es hat mir sehr bitte, Freude tschüss. Gemacht. Auf Wiederhören. Ja, mich auch. Tschüss. Auf Wiederhören. Wiederhören. Ich werde irre. Ich werde irre. Aus einem... Eine Stunde lang haben die sich jetzt mit einem unterhalten, der verdammte Hühnchengeräusche macht. Die sind doch nicht normal, diese Leute. Ich muss den erstmal abspeichern. Rückruf Hühnchen. Ich komme bei diesen ganzen Nummern hier total durcheinander. Dass ich jetzt an nichts anderes hier rangehe, Alter. Mir tut so der Hals weh. Wenn ihr dieses Video jetzt seht, Alter, ich gehe mit so viel Liebe an diese Scheiße ran. Packt schön Kommentare rein, verteilt einen Däumchen, aktiviert mal das Glöckchen, dass ihr auch immer mitkriegt, wenn ich wieder Hühneranfall habe.
passiert jetzt gerne mal öfter, weil du siehst ja selbst mit diesem absoluten Vollidioten-Scheißdreck, diese Idioten, die geben sich ab damit. Die sehen da irgendwie, okay, da ist ein verrückter alter Mann, der hat Geld. Das können wir dem jetzt wegnehmen, der hält sich für ein Hühnchen. Macht hier auch während dem Anruf hier einmal, macht dich hier Hühne-Hintergrund. Hühne-Hintergrund, Alter, was ist das für ein Zungenbrecher? Und erzählen trotzdem noch mit dir. Und hier ist die Bitcoin-Adresse von einem anderen Typen, der sich auch hier auf den Rechner geschaltet hatte. Der wollte dann das einloggen und quasi von meiner an seine Wallet schicken. Also falls mal jemand eine Bitcoin-Adresse braucht, mit der er ein bisschen Schabernack treiben kann, dann dürfte die hier gerne verwenden. Und jetzt kommt auch bitte gleich die Hühnerrückruf. Ich muss nämlich auch langsam mal aufs Klo nach einer Stunde. Und Hühnerfutter muss auch nachgefüllt werden. Das reicht ja auch nicht für ewig. Was für Idiot. Also diese Bitcoin-Betrüger, die sind ja wirklich die allergrößten Trottel, die ich hier bekommen habe. Die stellen ja sogar die dümmste Callcenter-Tussi in den Hintergrund. Die machen Hühnchengeräusche mit dir und erzählen dir, ich krieg Asthma von Hühnchen und was weiß ich nicht alles. Das ist... Ach, ich werd wahnsinnig. Ist das unglaublich. Ist er das?